Bundeskanzlerin Angela Merkel pochte auf Fortschritte beim Marktzugang und der Gleichbehandlung deutscher und anderer ausländischer Unternehmen in China. Hier seien weitere Schritte nötig, machte Merkel in einer Videokonferenz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang deutlich. Zur Sprache seien auch die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie und die Situation in Hongkong gekommen, teilte Regierungssprecher Seibert mit. Im Vorfeld hatten Menschenrechtspolitiker gefordert, dass Chinas umstrittene Pläne für ein Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong verurteilt werden müssten.